Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben Minecraft-Adventure-Map, Gup, Ovia. Wir haben letzte Folge geschafft, den Key zu finden. Also den, ja, also wir haben das Seal of Approval von dem zweiten. Das heißt, jetzt brauchen wir noch 6. Und jetzt müssen wir City of Death. Bin ich ja schon sehr gespannt, wie das aussieht. Wahrscheinlich sicher recht wenig zu tun mit Tod und sieht wahrscheinlich sehr tödlich aus. Gucken wir mal, was da so abgeht. Wir haben schon 4 Quests erledigt, 2 Nebenquests und eine normale, dann 2 Dingens und eine Nebenquest. Ich lauf mal über die Teleportplatte. Ja, danke. Du bist erstmal straight dran vorbeigelaufen. Heilige Scheiße. Wow, das sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Wow. Da? Ja. Okay. Ich sage, das sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Ich würde jetzt ganz gerne mal eine Mission haben, wo man was töten muss. Und nicht immer was finden muss. Wow. Wow, der ist gespawnt. Ich wollte gerade sagen, das aber ist sehr kreativisch. Die spawnen die ganze Zeit. Ich glaube, das ist City of Death. Alter, ich bin gleich tot. Lass mich gerade, da stehen Spawner. Sorry. Ich denke mal, da stehen Spawner, aber ich spawn immer wieder welche. Ja. Warning, turn around and leave. Ach, klasse. Gefällt mir immer so eine Meldung. Warte mal kurz, lass mal kurz hinten uns töten. Okay. Bisschen viele Totenköpfe auf jeden Fall. Turn around whilst you're still alive. Do not enter. Last chance. Don't say we didn't warn you. Warte mal, lass mal kurz gucken, was hier oben ist. Nebenquest. Ah, ich sehe zum Glück zu viel. Gar nichts. Ah, nur eine Sniper-Position. Aber wir können ein bisschen in die Stadt reinschauen. Sieht übertriebenst awesome aus. Alter, wie viele fucking Endermänner und so ein Käse hier rumlaufen. Ziemlich geil aus. Ja, allein die Umgebung sieht ziemlich geil aus. Okay. Ah, ich habe den smarten Weg genommen. Hier spawnt wohl auch immer was. Gute Wahl. Do not enter. Death awaits. It's just a matter of time before you die. Gehen wir mal den einzigen Weg, wo das Shit nicht steht, oder? Gute Idee. Ja, weißt du, Stadt des Todes und trotzdem sind die Scheißtruhen gelockt. Ja. Von damals noch. Hier ist Alfred, der Autor. Hallo, Alfred. Adventure, das ist... Wie kann denn da überhaupt noch jemand sein hier? Kann hier noch überhaupt jemand leben? Suchen wir für Dorgas Cockride? Ach, was ist denn für eine Quest wieder? Nee. Keine Quests. Also würde ich jetzt privat spielen, würde ich jetzt zumindest anklicken, was mit der Stadt passiert ist, weil mich das privat interessieren würde. Er macht das doch. Das ist doch nichts. Auf Endergun Salad Rise Death soon followed. Ah, die sind also schuld gewesen. Ich habe die Hauptquest gefunden. Zu mir. Third Night of Dropped Novia. No, there's only quarter of our city that is safe. The rest has fallen to the undead. So many of our friends and neighbors have lost their lives. Lives. Ach so, okay, also ich verstehe. Die Enders haben das hier ganze zerstört und quasi haben wir am Anfang diese 3 Türen gesehen und nur noch einer dieser 3 Teile, durch den wir gerade gegangen sind, bewohnbar und der Rest wird von Untoten heimgesucht. Ah, hier ist der Third Knight. Machen wir Spawnpunkt, dankeschön fürs Essen. Und dann quatschen wir mal an. Viel Spaß, Max. You shouldn't be here, Adventurer. The City of Death is a very dangerous place. Why is this place called City of Death? I need to earn your seal of approval. I believe you know about this. Wollen wir uns nochmal anhören, warum das City of Death genannt wird? Nee, haben wir jetzt endlich einmal gehört, oder? Eigentlich schon haben wir das gehört.
Before I explain the task I have for you, I want to be sure you understand that if you fail, you will lose your life. Do not you understand this is and are you still prepared to push ahead regardless? Ich hasse Regardless. solche regardless. Ich hasse solche Wörter, wenn ich die so lese und sie keinen Sinn in meinem Kopf ergeben. I'm prepared to die trying to understand the risk. Also. In which case I shall explain what lays ahead and needs doing. The leader of the minions is inside the dome. We believe that if he's killed, it might be possible to push the minions out of the town as they will be less organized without their leadership. He has barricaded himself in the dome and is guarded by a lot of undead. How you will get in the dome building is something you will need to work out. When you kill him, ensure you bring his head as proof of the kill. We will also display it on the stake outside the city gates to act as the derended to others who might think about attacking us. I wish you the best of luck, but I wish you the best of luck, my friend, and hope to see you alive again. Und dann ja, reagiert er uns, dann sagt er tschüss. Gut, dann müssen wir wohl gucken, wie wir in dieses Mittelteil da reinkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde schätzen, dass es irgendwo in dem einen Teil, das von Zombies überflutet ist, beziehungsweise hier ist, glaube ich, der Eingang in den Dom, dass wir in einem der Zombie-Teile oder in beiden Zombie-Teilen irgendwas machen müssen, damit die Tür aufgeht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir dahin, wa? Ja. Was habe ich hier? City Market. Oh, Buchs. Pff, alter Finne, ey, was hast du denn für Preise? Golden Jewelry Fish. Oh, du kannst den Golden Ring kaufen und Golden Bracelet, Golden Charm, Golden Necklace. Warum auch immer. Warum auch immer. Warum auch immer. Oh. Irgendwie lohnt es sich nicht so richtig, Waffen oder sonst irgendwas zu kaufen. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher so für, wenn man nicht Sidequests erledigt hat. Oder wenn man zu schwach ist, dann farmt man die. Gut, hier war der Auto, das heißt, wir müssen nach vorne. Oder es ist halt echt so gedacht, dass man sich normalerweise nur einen Reward aus diesen Kammern nimmt. Dann hätte man nämlich auch nicht komplett diese komplette Rüstung halt. Ja, aber ich verstehe das nicht. Warum kriegt man denn da einfach so mit einem Button 10 Stück? Das ist Bullshit. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man normalerweise, wenn man Nebenquests macht, so einen Token bekommt und die dann da eintauschen kann, weißt du? Also ich würde jetzt gerade sagen, da oben kommen wir nicht rein. Nee. Das heißt, wir gehen einfach direkt von vorne rein, hier lang. Das könnte vielleicht sein, dass man, wenn man eine Nebenquest erledigt, man so einen Reward-Token bekommt haben und die dann eintauschen gemacht. Kann. Haben wir aber schon gemacht. Wir haben noch keine Nebenquest abgeschlossen. Natürlich, die mit dem, wo wir das Typen, wo wir den Brief bringen sollten. Die Nachricht, die Notiz. Das war ja keine komplette Quest. Die komplette Quest besteht ja darin, 6 Briefe abzuliefern. Nee. Ich meine, wir mussten doch zu der einen Kirche gehen und die Kirche was geben. Ach so, ja. Deswegen haben wir doch auch 4 Quests erledigt anstatt 3. Dann kann ich nicht angreifen. Es leckt. Warum leckt es? Heilige Scheiße. Ich glaube, wir sollten hier nicht lange bleiben. Wir spawnen die ganze Zeit welche. Hier ist ein Special Mob, glaube ich. Alter, Finne. Junge, hier spawnen die ganze Zeit Gegner. Bist du noch nicht tot? Nein. Ich lauf gerade weg und schau mich um. Dann tue ich mal dasselbe. Junge. Tut dir bitte auf, auf mich zu schießen. Ja, hier ist noch ein Special Monster gespawnt. Boah, ich raste gleich aus. Alter. Ich hab irgendwas gefunden, komm mal mit. Ja, komm mal her. Ich versuch's gerade. Alter, Finne. Junge, jetzt verstehe ich, was die meinen hier. Wo bist du denn? Gerade habe ich mich in Sicherheit gebracht. Komm ich denn da hoch? Am Hintereingang davon sind, Alter, Finne. Ich bin gleich tot. Hier Rückendeckung. Ich hab noch anderthalb Herzen. Oh. Was hast du gefunden?
Unter dem Ding da ist ein kleiner Durchgang. Das sieht aus wie so ein Keller von dem Ding. Da können wir gleich mal reingucken, aber ich würde gerne erst noch mal hier zumindest außenrum einmal Wo ist ein rumhüpfen. Durchgang? Wenn du quasi unter dem Dom reingehst, kannst du von unten da reingehen. Ach so, Alter. Wow. Alter, sind hier viele Zombies. Die laufen da gerade irgendwie alle hin. Ja gut, ich gucke mich erstmal noch ein bisschen in der Stadt um. Kannst ja schon mal. Ah, hier ist auch zu. Aber der kommt man auch rein, anscheinend. Ja, da unten drunter. Vermutlich kommt man von allen Seiten da unten rein. Ja. Alter, dieses Ding hier erinnert mich gerade tierisch an Assassin's Creed. Aus dem ersten Teil, weißt du, wo du von oben, von der Decke da Ja. diese eine Sache da Fuck. lauschen musstest. Fuck, 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 fuck. Lass mich hier hoch. Okay. Ich glaube, das ist hier. Oh, hier kommt man auch nicht rein. Ich glaube, das ist gewollt, dass man hier klettern muss. Sonst würde man es, glaube ich, gar nicht überleben. Es sollen nicht so viele fucking Dinger hier sein. Alter, finde ich ganz schön was kaputt. Wow. Oh, hier oben kommt man rein. Oder? Nee, doch nicht. Ich habe mich gehört. Entschuldige bitte. Ich habe noch, glaube ich, irgendwo vorhin was anderes gesehen. Irgendwie so einen. Ach, und damit kommst du quasi wieder in den Safe-Teil, oder? Ach so, stimmt, dieser Safe-Teil. Okay. Komm mal mit. Ja. Wenn wir hier mal. Oh, Alter, mir geht schon wieder mein Essen aus. Warte kurz. Guck mal, hier sind diese komischen Gänge hier überall. Hier Oh, drinnen. da wollte ich nicht hin, mein Gott. Fucking Wie Skeleton. kommt man denn da rein? Ja, von unten. Eine Etage weiter unten ist. Aua. Alter, diese Skelette gehen mir so oft hart auf die Eier, Alter. Ja, kannst du laut sein. Lass unten einfach reingehen, genau. Oh nein, bitte lass mich hier hoch. Problem ist, dass die Wichser dich einfach runterschießen. Alter, Alter, vergiss es, so viele Zombies sind da drin. Boah, fuck, ey. Die waren, glaube ich, auf allen Seiten. Das heißt, du kannst ja mal schauen, von welcher Seite du dich reinbegibst. Boah. Versuch gerade erstmal wieder da oben Ich schaue hinzukommen. erstmal, ob es überhaupt irgendeinen Sinn macht, das. Macht's einen Sinn? Ich weiß nicht, ich kletter gerade noch hier hoch. Hier geht es tierisch hoch. Ja, da möchte ich Danach nicht habe unbedingt ich nochmal nichts hin. gesehen. Nee, lohnt sich nicht. Oh, es leckt ein bisschen. Ja, dann lass versuchen, durch den Untergrundteil dahin zu kommen. Wo war denn der Untergrundteil? Alter. Ich glaube, hinter jedem Eingang oder hinter jedem Eingang in der City of Death. Hinter jedem Eingang? Alter, ich möchte nichts sagen, aber ich werde sterben. Ist nicht so schlimm. Warte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zombies, 2 mit einem Kopf und 5 Skeletten sitzen in diesem kleinen Raum, wo du die Leiter nicht geschafft hast, hochzugehen. das habe ich dir gesagt. Deswegen bin ich auch da gestorben. Und ich habe sie einfach ignoriert und bin gerannt. Okay. Wo treffen wir uns? Bei dem Eingang da, wo. Also klettern wir mal nach links rum, da siehst du mich schon. Ich hier rausgefuchst. Ich habe schon wieder den Timer nicht gestartet. Ein Bullshit. Machen wir noch 5 Minuten, dann hoffe ich, passt das. Ich möchte nichts sagen, aber ich habe kein Essen mehr. Ich auch nicht. Okay. Ja gut, dann lass hier reingehen. Alter, zum Glück sieht man so viel. Auch deine Brightness einfach auf Bright lassen können. Nicht, also wird es da durchgehen. Ich check's nicht. Und das sieht das. Kann denn da rein, Alter?
Alter, was wieder auf uns wartet. Okay, ich bin tot. Sprech nochmal mit dem Knight, vielleicht hat er eine bessere Idee als wir. Der Red Shoes ist auf jeden Fall für you killed. Der Leader jetzt. Scheiße. Okay, gut. Ach, das ist hier. Tim, ich seh dich. Lol. Toll. Das ist der Safe Part. Ich bin gleich tot. Ich glaube, ich lasse mich mal töten, dann kommen wir bei dir wieder neu anfangen. Weil ich finde hier wirklich echt gar nichts. Ich habe jetzt echt generell null Food mehr. Dito. Ignoriert ihr mich? Fast. Ich glaube, okay. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich den Market in Anspruch nehmen muss. Wo war denn der? Hier, wo ich bin. Aus dem Safe Part Richtung Eingang. Ah. Wo ist hier Essen? Aber das ist so teuer. Einfach ein fucking Gold für ein fucking Alter. Stück Fleisch. What the fuck? Alter, wie soll man denn. Ich meine, die brauchen das Gold doch eh nicht. Aber 15 Fleisch ist echt schon krass. Oh, ja, ich gut, kann... ich kaufe mir jetzt einfach mal 4 Steaks oder so. Ja. Jetzt einfach mal 5 Steaks gekauft. Okay. Schwierig. Dann noch reinkommen. Also ich glaube schon, dass man irgendwas mit dem City of Death Teil machen muss. Ja, denke ich mal auch. Weil sonst wäre der sinnlos. Guck mal, hier kannst du auch hier diesen Weg hochgehen. Ah, dann kann ich mal sehen, was da oben ist. Quasi nichts. Das war überall so, ja. Ja, bloß konntest du auf der anderen Seite da generell nicht hochspringen oder sonst. Bis ganz nach oben. Guck mal, was sind das für Blöcke? Komm her zu mir. Was ist das für ein Block da, wo ein Button dran ist? Nee, unten, da, unter dir, da wo du gerade bist. Moment-Block. Warum ist der da? Check ich nicht. Weil es leer. Sonst wäre jetzt irgendwas passiert. Da war eine Kiste. Alle Kisten kann man öffnen. Lol. Vielleicht muss man ja irgendwie von oben rein. Ah, hier, okay. Bei dem anderen Turm war hier eine Lücke. Da kamst du nicht weiter hoch, da war eine Lücke in der Leiter. Alter Finne. Heiliger Macaroni. Scheiße, ist das hoch. Aber ich sehe auch nichts, was uns da irgendwie helfen könnte. Weil den Sprung überleben wir sicherlich nicht. Kannst du ja mal ausprobieren, Tim. Da oben ist ein Spinner. Ja, komm, warum nicht? Easy. Okay. Jetzt esse ich mal was und dann müsste ich eigentlich von hier darüber springen dürfen. Weiß nicht, ob mir das was bringt. Da schmeiße ich sogar einen Apfel für rein. Wie viele Stunden sind vorbei? Machst du nicht mal. Bringt nichts. Fuck. Aber vielleicht bringt uns das, was wir hier oben sind. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Hier ist eine Leiter. Easy. Bestimmt der Plan. Hundertprozentig. Set your spawn hier. Lol, das ist hundertprozentig der Plan. Man sollte vermutlich echt auf irgendeinen Turm hochklettern. Vermutlich eher auf den hier aus dem City of Death Teil. Sollte da hochklettern und sollte dann hier rüberklingen. Alles klar, gut. Aber dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. We'll be right back.